Ich habe jetzt ein Spitze gefunden oder eine Borte, wie man es sagen will. Und ich arbeite jetzt mit meiner 4er Häkelnadel. Und ich werde jetzt im jetzt dieses Loch statt 3 Stäbchen 4 machen. So, 4 und dann 2 Luftmaschen. Und so mache ich die ganze Reihe nach. Mal schauen, was ich bei der Spitze machen muss. So, 3, 4, 1, 2, und dann wieder 4, und so wird die erste Reihe gemacht. Und dann wieder 4. Und ich komme wieder, weil ich zu meiner Spitze gekommen bin, und schauen, ob ich anders arbeiten muss oder bleibt so. So, ich bin bei meiner Ecke angekommen. Und bei der Ecke wird so gemacht, dass statt 2 Luftmaschen 4 Luftmaschen kommen, und dann hier kommen wieder 4 Stäbchen, und 4 Luftmaschen, und dann gehe ich weiter herum mit meinen 4 Stäbchen und 2 Luftmaschen. Ich habe Reihe 2 von den Borte angefangen. Ich habe es dir nicht gleich gezeigt, weil das geht gleich. 4 Stäbchen, 2 Luftmaschen. Nur hier, bei dieser Ecke, geht es halt ein bisschen anders. Und zwar mache ich hier bis normal. Und hier haben wir jetzt 3, 4 Luftmaschen gemacht. Jetzt mache ich die 4 Stäbchen normal. Drei, vier. Und dann mache ich 6 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann gehe ich hier in die nächstes Loch, wo ich 4 Luftmaschen gehabt habe. Und dann mache ich wieder die 4 Stäbchen normal. Und dann gehe ich wieder weiter, normal mit 2 Stäbchen, 4 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 4 Stäbchen. Und ich zeige dir, wie ich die nächste Reihe mache. So, da. So, ich habe jetzt schon 2 Bogen gemacht in die dritte Reihe von Borten. Jetzt zeige ich dir, wie es geht. Ich bin jetzt hier in der Mitte einen Bogen gekommen, und dann mache ich 1, 2, 3 Luftmaschen. Ein Doppelstäbchen, du nimmst Wolle zweimal auf dem Nadel, und dann arbeitest du 1, 2 und 3 Mal. Dann eine Luftmasche und wieder ein Doppelstäbchen. So, 1, 2, 3 Mal durch. Eine Luftmasche und wieder ein Doppelstäbchen. Ups, das war ein einzelne. Warte doch. So.
eine Luftmasche in Doppelstäbchen. Das müssen wir jetzt 5 Mal haben. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt mache ich 3 Luftmaschen. Und jetzt muss ich mich in den nächsten Bogen anketten. Eine feste Masche. Und dann wieder 1, 2, 3 Luftmaschen. Und dann in der nächsten Bogen 5 Doppelstäbchen getrennt von einer Luftmasche. 1, 2, 3 Luftmasche, Doppelstäbchen. Luftmasche, Doppelstäbchen, Luftmasche, Doppelstäbchen. So, das sind 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 Luftmaschen und gehst wieder in den nächsten Bogen. Und dann zeige ich dir wieder, wie ich hier in dieser Ecke mache, wo die Ecke waren. So, und wenn du genauso wie ich gearbeitet hast, bist du jetzt angekommen mit einer festen Masche da in dieser Bogen, dieser 6 Luftmaschenbogen von letzter Reihe. Und jetzt machen wir so 1, 2, 3 Luftmasche und dann arbeiten wir weiter hier in dieses Bogen die 5 Doppelstäbchen. Fünf Doppelstäbchen, so eine Luftmasche, jetzt Doppelstäbchen. Es tut mir leid, hin und wieder gehen meine Hände weg von der Kamera. Und das kann ich nicht nachfilmen, wenn es schon fertig ist. Ich merke es erst später. Und das ist kein Comedy-Video oder weiß ich was Lustiges oder was man nachmachen kann, weil die ist schon gemacht und ich will jetzt nicht mehr trennen. Das ist mein Problem. So 1, 2, 3, 4, 5. Dann mache ich 1, 2, 3 Luftmaschen und dann komme ich wieder hier in derselben Bogen. So schaut's aus. So, jetzt wieder 3 Luftmaschen, 1, 2, 3 und in den nächsten Bogen wieder die Doppelstäbchen getrennt von Luftmasche. So, ich bin jetzt angekommen am Ende der Reihe. Jetzt muss ich 3 Luftmaschen machen, wo die 3 feste Maschen machen, wo die 3 Luftmaschen waren. Und in jedes Stäbchen mache ich 1 und hier mache ich wieder 1 und dann forme ich ein Picot, 3 Luftmaschen und wieder so in dem Stäbchen eine feste Masche und hier in dem Loch, wo die Luftmasche war, eine Luftmasche und dann 3 Luftmaschen zum Picot. Ich glaube, ich habe was Falsches gesagt und dann machen wir nochmal. Wo das Stäbchen ist, eine feste Masche. In der nächsten, in dem Loch, wieder eine feste Masche und danach 3 Luftmaschen und hier zum Picot biegen. So. Eine feste Masche und noch eine feste Masche und dann 3 Luftmaschen zum Picot. Und jetzt kommt überall so ein Zacken heraus. So schaut's aus. So wieder eine feste Masche. Und jetzt kommen die 3 feste Maschen. 1, 2 und 3. Jetzt gehe ich in den nächsten Bogen und mache ich da auch noch 1,
2, 3, in den ersten Stäbchen 1, dann dazwischen eine feste Masche und dann 3 Luftmaschen, das wird zu Picot bilden. Und dann wieder eine feste Masche, noch eine und jetzt wieder ein Picot. So machen wir bei mir der jede solche Bogenfahne oder wie auch immer. Und so schaut es aus. Ich habe jetzt so wird dann auch schon unsere Top.